So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play, eine Runde Sky Factory mit dem Street Digger, der auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ja, wunderschönen guten Hallo. Und zwar, es geht jetzt dem Assembler hier, dem geht es so ein bisschen an den Kragen, möchte ich mal fast sagen. Wie ihr seht, wir brauchen auf jeden Fall viel Eisen, viel zu viel Eisen im Moment. Deswegen soll der gute Street nochmal so einen Speedofen bauen und dann immer rein mit der Zeugs. Immer rennen. Irgendwie machen wir das dann schon. Keine Ahnung wie, aber das ist hier alles kein Zustand mehr. So. Ich werde jetzt mich darum kümmern, dass hier erstmal der Assembler. Dass der Assembler hier dann erstmal. Komme ich gar nicht an. So, wir unterbrechen dann halt ganz kurz das Ganze. Voilà. Die ganze Produktion. Schiedegol. Aber wir haben ja noch ein paar mehr Achievements am Hacken. Wir müssen ja zum Beispiel noch einen Octable Whatever müssen wir auch noch bauen. Cobblestone. Genau. Octable, ja. Cobblestone. So heißt das Ding. Brauchen jetzt eigentlich hier Container Wall. Wall. Ich habe da ja schon mal so 90 Stück vorbereitet. Na, ihr kennt das ja wahrscheinlich aus den letzten Folgen, da habe ich das ja mal irgendwann gesagt. Mir alles egal, ich baue jetzt einfach immer gleich Stockware. Und wer immer noch nicht weiß, was Stockware ist, das habe ich glaube ich in einer der letzten Folgen mal erklärt. Einfach mal reingucken. Oder soll man das nochmal erklären? Nö, eigentlich nicht, ne? Ja gut, ich meine, das ist schon ein Fachbegriff im Lagerist, ne? Ja, also Stockware ist Ware, die man quasi auf... Ja, wie ich immer so schön sage, auf Halde produziert. Das ist im Prinzip totes Kapital, das man einfach produziert und das dann einfach rumliegt. Das von diversen Kunden, einfach quasi auf Abruf, ne, im Lager rumliegt. Das ist halt in einem Produktionsbetrieb, wird sowas halt gerne gemacht, wenn man weiß, so der Kunde, der bestellt halt so irgendwie dreimal im Jahr 10.000 Stück. Dann stellt man zum Beispiel 20, 30, bestellt 10-mal im, dreimal im Jahr 10.000 Stück. Dann stellt man halt, wenn man gerade sowieso den ersten Auftrag hat, stellt man gleich die 30.000 her und legt sich die anderen 20.000 eben beiseite. Das ist im Prinzip Stockware. Jo. Beziehungsweise auch, so Ware, die halt, wo man eben weiß, nicht nur Kunde A übernimmt nimmt das, sondern auch Kunde B und Kunde C. Und dann hat man das halt da so ein paar Monate einfach im Lager rumliegen und als Lagerist ärgert man sich da halt dann immer drüber, dass das alles immer im Weg liegt. Das ist die beste Erklärung. Hey, ich habe noch eine Containerwall von dir. Ja. Außerdem? Ja. Nee, Containerwall brauche ich nicht, ich brauche mehr Heatbands. Ja, die sind in der Mache. Naja, 105 habe ich im AE drin. Ich weiß aber nicht, ob die reichen. Die werden, glaube ich, nicht reichen. Glaube ich allerdings auch. Achso, ja, muss ich hier ja überall... das AI-Kabel auch noch entfernen und so eine Witze. So, komm, zack. Ich habe mir natürlich keinen Timer gestellt. Ach, du ahnst es nicht. Ja, wir sind nebenbei. Das kann ich mal erzählen. Wir sind nebenbei jetzt in der Vorproduktion für die 10.000 Cobblestones. Per da bin ich echt mal gespannt. Second. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ich auch. Und gerade weil die Vorproduktion sich halt beißt mit irgendwelchen anderen Dingen, die wir auch noch so nebenbei brauchen, haben wir jetzt gesagt, alles klar, weil wir auch den Octable noch bauen müssen und so weiter, haben wir gesagt, alles klar, wir machen jetzt halt hier Nägel mit Köppe. Einmal den alten Container hier, den Assembler, einfach mal ein bisschen auseinandergerupft und einfach mal versorgt mit CPUs. Soweit ich weiß, hat man bei den CPUs auch keinen negativen Effekt. Das Einzige, was ich weiß, wenn man zu sehr übertreibt mit der Wall und man die dann zusammenbauen will, dass dann so ein Server mal in die Knicke gehen kann. Das habe ich ja schon mal geschafft. Echt? Ja, aber nicht. Das war in dem Falle kein Server, das war in dem Falle mein Minecraft-Client, der dann gesagt hat, nö, du mich verarscht, dann will ich nicht mehr. Auch nicht schlecht. Ja, da habe ich dann halt... Ich weiß gar nicht, Out of Memory? Nee. Irgendwas habe ich da auf jeden Fall gekriegt. Es war sowieso ein sehr starkes Modpack. Das war nämlich damals im RET V1. Übrigens, die Heatbands, die reichen. Oh, cool.
Na, was brauchst du noch an CPUs und alles? CPUs reichen auch, es reicht alles scheinbar. Okay, sauber. Scheint erstmal soweit zu reichen. Und? Boom. So, wir könnten den noch um einen erweitern. Dann brauche ich noch CPUs, wenn wir den noch um einen erweitern wollen, also einen nach rechts. Weil ich hatte ja gesagt, hier der Ole Bacon Apparat da, der kann weg. Wir könnten auch um drei erweitern. Wenn wir den einen Redstone Furnace für Bacon hier wegnehmen und das alles da einen rüberstellen. Ja, wir könnten das generell mal eins rüberstellen oder einfach eine Plattform machen, wo wir die ganzen Maschinen draufstellen. Können wir auch machen. Dann können wir den Container hier noch ein bisschen erweitern. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal alles hier rausschmeißen, was da an Rezepte drin war. 38 hatten wir zum Beispiel von den Dorp Craft. Was hatte ich gesagt? 38 Stück. Und solange die Items da sind, sollte der eigentlich jetzt hier richtig Hardgas geben. Nur wenn er irgendwas nachbrennen muss und so. Aber das sieht schon ganz gut aus soweit. Ein paar Sachen muss er halt immer wieder pulverisieren und so. Das dauert dann natürlich. Ja? Bitte? Wegen den Rezepten mit dem Pulver. Warte mal. Ich prüfe. Was ist denn das, wo er das Pulver braucht? Das ist hier halt Netherquarz-Dust. Das braucht er halt für allen möglichen Scheiß. Ich wollte eigentlich auch, wenn wir fertig sind mit unserer Aufnahmesession, wollte ich eigentlich auch mal 60.000 in Auftrag geben. Das war einfach... Ja, okay. Ja. Ich meine, wir könnten auch das Ganze über einen Level-Emitter starten, wenn wir so und so viel zu wenig haben, dass er das in Pulverizer einfach rein... drückt im 64er Stack, nur dann brauchen wir einen eigenen Pulverizer dafür. Verstehst du, wie ich meine? Ja, klar. So, ich habe mal die ganzen Eisenerze, die habe ich jetzt mal verbraten im Ofen. So. Die Erze, die aus Dingens hier? Ja. Okay. Das dauert mir jetzt lange jetzt in der Schmelze. Da kriegen wir zwar das Doppelte raus, aber ich glaube, wir haben so viel, da müssen wir nicht drauf gucken, ob wir das Doppelte oder Dreifache rausbekommen. Ja, das hatte ich doch schon mal zu dir gesagt, dass das scheißegal ist. Ja. Da hatten wir doch schon mal irgendwie drüber gesprochen. Da sagte ich doch schon mal, das ist Jack wie Büx, scheißegal. Ja. Ah, für das Fluix-Dust braucht er das, okay. Zum Beispiel. So, ich lasse ihn jetzt mal einfach 5000 Woodplanks craften und bei der Anzahl... Ey, die sind einfach so durchgerauscht. Ich wollte gerade sagen, ist ja krass. Ist fertig, ne? Hammerhart, ey. Ja. So, Glas. Oh, wir haben so ein Glasproblem. So, das ist Hammer. Ich weiß nicht, wie sieht denn das oben mittlerweile aus mit dem Sand? Ich gucke mal. Boah, noch das Falsche. Ich glaube nicht so gut. Zwillingglas kann ich mal mitverwenden, scheißegal. Wir müssten echt mal gucken, ob wir nicht das andere Netzwerk noch irgendwie in das andere Netzwerk dann irgendwie einfügen können. Ja, können wir. Warte. Null Sand. Nee. Das andere können wir einfügen. Hubala. Haben wir denn noch Cable zufällig? Ja, da wird gerade was produziert. Nehme ich einfach mal 5 Stück raus. So, die kann ich mal reinpacken. Die kann ich reinpacken. Und das kann ich reinpacken. So, pass auf. Zeig ich dir jetzt. Wie wir das Netzwerk einfach da mit einfügen. Wo bist denn du jetzt? Schon wieder oben? Oben. Ah, ich bin gerade runtergekommen. Achso. Hey, ich komm hoch. Ja. Ja. Das ist so easy, das glaubst du gar nicht. Okay. Das ist total los. Einfach. Backst schon wieder im Boden rum. Das macht nix. So. Moment. Aha. Du guckst. Wo ist denn. Da. Ah. Alter! Ich hab keine Ahnung. So. Halbe Miete. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Muss wahrscheinlich an den Controller dran, ne? Verbunden. Ah. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Ich hab gesucht wie ein Gaskranker. Ich habe nichts gefunden.
speziell für diese Version, scheinbar hat das bei dieser Version einfach nur noch nicht funktioniert. Das kam erst irgendwie ein, zwei Versionen scheinbar später. So, das Ding ist nur, irgendwas ist da trotzdem faul. Sind da oben echt nur 7900 Gravel drin? Was? Moment. Ja. Ja, 38k Dust. Ist okay. Wir haben jetzt insgesamt, warum auch immer, warum haben wir jetzt 848 Millionen Cobblestone? Wir haben das Ganze eben gerade verdoppelt, oder was? War auch nicht schlecht. Hä? Oder? Wie? Was? Eben waren da noch 400 Millionen drin, jetzt sind da 800 Millionen drin. War sauber. Ja, guck mal hier. 800 ja, Millionen. Ja, ich seh's. Warum? 848 Millionen, 763.000 und Fahrzeugwertstelle. Okay. Check ich jetzt nicht so ganz, aber ist gut. Wir machen unten nochmal den Controller weg, hä? Welchen Controller willst du unten weg? Ach so, wieso? Ja. Muss nochmal zu resetten, oder? Brauchst du nicht. Solange er irgendwas craftet, hat der Controller sich nicht aufgehangen. Achso, okay. Und er müsste jetzt da eigentlich noch was drin haben. Er müsste eigentlich noch... Ja, craftet stimmt. Ja, Storage-Phase. Craftet weiter. Also, läuft. Ich dachte halt nur wegen Cobblestone. Nö, scheißegal. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Oh, gut. Okay, dann nehmen wir das Ganze hier auch nochmal weg. Wo haben wir eigentlich die Deep Storage Unit für den Cobblestone? Oben. Oben? Ja. Weil wir mehr schon über 800 Millionen haben. Das wird der doch eigentlich voll sein, oder? Kann nur der Teil oben sein. Geht denn der? Hä? Oben. Ja, ich such grad wo. Ja, direkt an dem Cobblestone Generator. So, zeige mal her. Der hat nur 400. Ja, wo kommen die anderen 400 her? Das ich weiß das andere. Nicht. Das andere Netzwerk hängt da nämlich nicht mit dran. Okay, das ist hier recht merkwürdig, wie ich mir das hier damals mal gedacht habe. Aber okay. Wie weit, wie groß wollen wir den denn noch machen hier, den alten Assembler? Die Assembler Chamber. Weil ich habe jetzt gerade hier alles so weit weggerissen. Naja, ich sehe es gerade. Ich nehme auch gleich hier die Leitung weg. Ich würde sagen, wir verdoppeln den. Das muss eigentlich hinhauen. Ja, okay. Achso, der muss ja hier so beschissen sein. Ja, na klar. So. 1, 2, 3, 4, 5. Hab ich irgendwo, da habe ich mein Build of Want. Ja, du kannst jetzt nicht direkt starten, ne? Ich muss erstmal noch Container. Ja, ich mach jetzt erstmal noch das Loch. Achso. Grabe, ne? Weißt du ja, ne? Digga und so. Ja, gut. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Wall. Wie viele Container-Walls wir haben? Wir haben jetzt noch 67. Das sollte reichen. Heat Vents. Haben wir 48. Das reicht nicht. Crafte mir einfach mal, ich sag mal, 350. Los geht's. Hat er sich jetzt aufgehangen? 346. Ja, es sieht so aus. 6. Ja, reiß mal ab, den Dingens. Bum, 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 bum. So. Und wieder setzen. So. Das ist einfach zu viel für den, glaube ich. Zu viel was? Ich bin gerade am überlegen, das Kabel, was für ein Rezept hat das Kabel? LME-Kabel. Brauchen wir Flux-Dust. Okay. Ja, wir haben ja keinen Pulverizer mehr angeschlossen. Vielleicht hängt er sich deswegen auf. Weil ihm dann irgendeine Komponente fehlt oder so. Hm? Kann das sein? Das kann sein. Pass auf, dann bauen wir das mal schnell. Wir brauchen dafür einen... Was brauchen wir denn dafür? Ein Fuzzy, ne? Was für ein Export-Bus brauchen wir dafür? Ich bin gerade jetzt echt am Überlegen.
Ja, an den Pulverizer oder was? Ja, mit einem Level-Emitter. Achso, Fuzzy, ja. Ich glaube Fuzzy? Level-Emitter. Zack. Scheiße, keine Prozessoren da. So, dann crafte mir davon 64 Stück. Das geht ja einfach so eigentlich. Kein Silikon, kein Silikon. Was? Sag an. Ja, weiß ich auch nicht. An. Ja. Ja, keine Ober. Ahnung. Jetzt mal das Dingens da rein. Puh, jetzt bleib ganz ruhig. Prozess. Wo sind die auch da? Soll ich da mit? Achso, da wird mit C geschrieben. Deswegen. Ein Basic-Prozessor. Rein da. So. Hab ich schon übrigens. Aber danke. Ja, macht ja nichts. Wird das hier nicht. Ach, das ist ja gar nicht. Dussel. Natürlich geht das nicht. Ups. Der ist ja hier gar nicht, überhaupt nicht mehr am AE angeklemmt. Hast du noch irgendwie ME-Kabel? Nee. Genau eins. Nee. Ich hab nichts in der Tasche. Ja, ist im AE denn noch genau eins? Warte mal. Kabel. Nee. Ich versuche mal eins zu craften. Wieso reicht denn das jetzt plötzlich nicht? Das hat doch eben auch gereicht. Ah, warte, ich habe hier noch eins. Glas. Es fehlt Glas. Ich hab noch genau eins. Ach ja. Du, ich halt mal oben die. Na, wie heißen sie? Die Aquen. Nee, das sind keine Aquen. Wie heißen die Dinger nochmal? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was du vorhast. Ich möchte einfach nur, dass der Sand jetzt nicht im Moment verbraucht wird. Siehst du? Ach, guck mal, wir haben doch schon wieder 2010 Sand. Ich wollte gerade sagen, da muss eigentlich ohne Ende Sand drin sein. Das habe ich ja selber gesehen. Oh, das wird aber weniger. Ich habe auch gerade 64 Stück rausgenommen. Nee, ich meine, das wird weniger. Ach so. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, das war doch richtig Level. Was ist denn mit dem hier los? Keine Ahnung. Hast du die Pulverizer ausgeschaltet? Ich hab... Was für Pulverizer? Die hier oben stehen? Vom Sand? Nee, von allem? Hä? Ja. Hast du alles ausgemacht? Ja, als ich das Kabel hier unten abgerupft hab. Ah, okay. Stimmt, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Oh weia, das wird aber hier jetzt eine krasse Folge. Ziemlich viel Fail gelaufen, schief gelaufen, wie auch immer. Gleich wieder angeklemmt. Gut. Warte. Zack, zack, zack. Ist angeklemmt. Der schon. Ja, das war mir im Weg, als ich das AE-Kabel angeklemmt habe. Anklemmen wollte. Ist doch kein Problem. So, ich war hier beim Cable, Flugstast. Zack. Ach, das hier, Da fehlt auch wieder irgendwas. Was fehlt da denn jetzt? Glas. Nee, da fehlt kein Glas. Nee? Nee, da Quarz, Dust. Oh. Wir haben keinen Pulverizer mehr hier stehen, gell? Gleich schon. Da ist die Folge hinter sich. Oh! Ey, Ruhe. So, Pulverizer, 64 Stück. Gib Gas, gib Caddy. Oh, jetzt dauert das so. Also der Pulverizer ist echt extrem nervig. Langsam. Ja. So, drei Stück. Den Rest kann er erstmal durchauchen. Wir müssen dann bloß gucken bei den Dartcraft Furnaces. Da kommen die Ingots von Ex Nihilo raus, ne? Ist mir mittlerweile egal. Ja, nee, ich meine ja nur. Aber, ich habe da auch noch was Schönes gesehen beim Mod. Wo ist er denn? MFR, da gibt es nämlich so einen Unifikator. Unifier. So, wo wollen wir jetzt, wichtig ist erstmal, wo wollen wir jetzt erstmal? Erstmal den Pulverizer einfach nur anklemmen oder gleich richtig irgendwo hinstellen? Ich würde sagen, gleich richtig. Ja, dann sag mir wo. Mit Level Emitter und Fuzzy Import Bus. Export Bus, Entschuldigung. Import haben wir genug von. Ach, da habe ich auch noch Import Buses, das ist scheißegal. Wir brauchen dann noch einen Export. Ich denke. Da klingt das ganz gut. Wir brauchen, also du sagst, wir nehmen da am besten einen
Fuzzy Export Bus, ja? Ja, ich glaube, es müsste ein Fuzzy sein. Gut, ich hoffe es mal. Okay, sage mir, wo, da vorne müsst ihr den hin haben, ja? Dartblock, Dirtblock. Dartblock. Gut. Zack. Ja, würde ich sagen, das Setup, das machen wir bei dir in der Folge, das kannst du dann machen. Ich hab's gewusst. Scheiße. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein und tschüss. Tschüss.